Hallo, meine Lieben, lasst euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe wieder ein paar Lieder für euch und bevor möchte ich eine kurze Andacht, etwas zur Ermutigung. Und ich möchte beginnen mit der heutigen Losungswort. Das ist aus Sprüche 12,20. Die zum Frieden raten, haben Freude. Und aus Matthäus 5, 9, selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Frieden stiften und Frieden, nach Frieden sich sehnen, geht eigentlich nur auf der Grund der Liebe. Anders kann es nicht zum Frieden kommen. Denn Frieden basiert auch auf der Grundlage, dass ich in bestimmte Sachen ablege und keinen Anspruch darauf setze. Ich lege keinen Anspruch genau um den Frieden zu haben. Das geht in der Ehe, es geht in der Freundschaft und überall, aber auch zwischen den Völkern. Wenn ich Frieden will, dann darf ich nicht immer nur Ansprüche auf meinen Ich und auf meinen Wollen haben. Da muss ich mal einsetzen und sagen, okay, da verzichte ich darauf, um den Frieden zu bewahren. Wir wissen, Herr Jesus Christus hat verzichtet auf seine Herrlichkeit, um Mensch zu werden. Nur so kann man Frieden stiften. Frieden basiert sich aber auch auf Vergebung. Frieden basiert sich auch auf das Geben und nicht auf das viel Nehmen. Viel haben. Wir sehen in dieser Welt, die Reicher wollen immer reicher werden und damit unterknechten, unterjochen sie viele. Und der immer viel haben möchte, der wird kein Friedensstifter sein oder können. Und es ist auch wirklich bei den Christen, bei uns so, dass wir können nur dann Frieden stiften, wenn wir eigentlich nicht den Streit suchen, auch nicht, dass ich erkannt und bekannt werde, sondern indem ich den anderen diene. Und das sagt auch Paulus sehr deutlich, auch Jesus weist darauf hin, einander zu lieben, einander zu dienen, einander zu tragen. Und geben ist wirklich so, dass ich nicht erwarte von dem ein Dank und ein Liebesbrief und ein Wow, sondern das, was ich tue, tue ich im Namen meines Herrn. Ich tue aus Liebe, aus Hingabe zum Herrn. Denn alles, was ihr tut, tut ihr im Namen des Herrn. Und das müsste uns allen bekannt sein. Meine Lieben, wenn man die Welt betrachtet, sehen wir, es wird immer trauriger. Wenn man sieht, jetzt in Israel, die Schwulenparade, Ehe für alle wollen sie, Brüderschaften mit der Muslime. Die neue Regierung will ihr so eigenen Weg gehen. Alles fern von Gottes Willen, alles fern, ja, von der Wahrheit. Aber nicht nur das, wir sehen weltweit
wie die Sünde immer und die Gottlosigkeit immer mehr Macht kriegt. Das Traurige ist, dass man sieht, dass die Irrlehre so große Macht anfängt zu haben und dass sich viele verführen lassen. Die Verführung, die heute gibt, weiß ich nicht, ob jemals war. Die Christen, sogenannte Christen, fangen an, von der Wahrheit in Lehren einzudringen und denen nachzufolgen, die überhaupt nicht mit der Wahrheit Gottes übereinstimmt. Und das macht mich traurig, ja, zu sehen, dass du immer weniger Leute um dich herum hast, immer weniger Christen um dich herum hast, die wirklich die Wahrheit dürsten. Frieden. Zum Frieden raten, Frieden stiften, das muss man wollen. Genauso wie auch im Kolosserbrief, Paulus in 1. Kolosserbrief schreibt, den Willen Gottes zu erfahren. Das muss man wollen, das muss man dürsten. Man kann nicht nur drüber reden. Wir können nicht sagen nur hier, ja, wir müssen uns lieben, sondern wir müssen auch wollen uns lieben. Wir müssen auch wollen uns gegenseitig zu dienen. Wir müssen auch wollen, dass das auch getan wird. Und dafür müssen wir auch wollen, mal abzulegen und mal Verständnis haben, wenn der eine vielleicht schwächer ist und der andere stärker ist, der eine vielleicht noch nichts verstanden hat, der andere mehr verstanden hat und nicht dann in den Streitigkeit und in diesen Unfrieden, was auch auf YouTube herrscht. Ja, aber es ist traurig zu sehen, das, was der Geist durch Paulus ausdrücklich gesagt hat in 1. Timotheus 3, dass in diesen Zeiten viele, und es ist leider traurig zu sehen, dass es wirklich viele sind. Meine Lieben, in den letzten Tagen hat mich ein Psalm angesprochen und darüber möchte ich auch ein bisschen was sagen. Es ist so, man predigt oft, dass Christen keine Tieflagen haben dürfen. Aber ich bin so dankbar für das ganze Wort Gottes. Und deswegen sagt Paulus, das alles ist uns zu Lehre, um zu erfahren, wie Gott mit seinen Kindern und wie seine Kinder mit Gott handeln, umgehen. Wir erleben heute, meine Lieben, eine Zeit, wo die dämonische Macht mit aller Gewalt nicht nur Israel als Volk Gottes zerstören will, sondern uns, die im Leib sind, nicht nur verführen will, sondern er möchte uns die innere Ruhe wegnehmen, die Freude an das Wort. Er möchte uns in die Zweifel reinführen. Hat uns Gott denn vergessen? Wir reden von 6 Jahren schon von der Entrückung und es ist immer noch nichts passiert. Und dann wird immer mehr heute, wird immer mehr gepredigt, es gibt keine Entrückung und da stehen wir irgendwo alleine da. Und genau hier ist der Punkt, wo man eigentlich sich ganz fest am Gott nageln muss, festhalten muss. Lasst mich den Psalm 77 lesen, das könnt ihr euch beherzigen.
Es ist ein Psalm von nach Jedutun von Asaf. Und ich lese mal vor: Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Man sieht hier, der Psalmist ruft und ruft, und es ist so dieses Gefühl, als ob keiner zuhören würde. Möchte. Und ich sehne mich danach, dass der Herr meine Stimme anhört. Ich sehne mich, dass er mein Schreien wahrnimmt. Und das ist nicht nur der einzige Psalm, der in diese Richtung auch geht. Am Tag meiner Bedrängnis suche ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab, meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Denke ich an Gott, so stöhne ich, sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Du hieltest die Lider meiner Augen, ich war voll Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage vor Alters, die Jahre der Urzeit gedachte ich. Ich sah nach der Nachts in meinem Herzen, überlegte ich und forschte meinen Geist. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Generationen zu Generationen? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich: Das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchstens geändert hat. Ich will gedenken des Taten Jahs, ja deiner Wunder von altes her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun und über all deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser. Sie bebten, ja, es erzitterte die Fluten. Die Wolken ergossen Wasser, das Gewölk ließ da eine Stimme erschallen und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind. Blitze erleuchteten die Welt. Es zitterte und bebte die Erde. Durch das Meer führt dein Weg und deine Pfade durch großem Wasser. Durch deine Fußspuren erkannte niemand. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Das Bedrängnis, was er hier beschreibt, ist ein Bedrängnis wegen seinem Volk. Du hast dein Volk erlöst mit deinen Armen, die Söhne Jakobs und Josefs. Es geht darum, dass man sieht, der Untergang des Volkes, genauso wie wir sehen heute, der Untergang der Christenheit, dass die eigentlich mehr ihr Lehre nachgehen. Und da fragt man sich, hat Gott aufgehört, Gnade zu geben? Jesus sagt deutlich: Ich kenne die Meinen. Die Meinen, die kenne ich, die zu mir gehören, die ich berufen habe. Und wir wissen auch, in Israel hat der Herr immer ein Überrest zurückgelassen, auch wenn die anderen Götter nachgelaufen sind. Und wir sehen hier einen Mann, der zum Gott ruft, aber es gibt auch von David solch ähnliche Psalmen, ja, wo er ruft und schreit und er fragt, warum Gott nicht antwortet drauf. Und ich denke, es gibt viele Fragen auch in unser Leben. Es gibt viele Fragen auch in unser Leben. Auch was uns selbst betrifft. Ja.
Und es ist so, man betet oder man kann gar nicht mehr beten. Er sagt hier, und ich will schreien. Meine Stimme ruft innerlich zum Gott. Ich will schreien, aber ich kann es nicht. Meine Tröstet weigert sich, meine Seele weigert sich, getröstet zu werden. Ich denke an Gott und stöhne. Sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Es ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, oft abends, nachts im Gebet, sage ich, Herr, du hast so große Taten getan. Was ist denn bei dir unmöglich? Denn alles ist möglich. Doch, wer Gott kennt und seine Wille kennt, der weiß, dass er seinen Plan durchzieht, rigoros. Aber eins weiß ich, ja, und das sieht man hier auch in diesem Psalm. Der Psalmist denkt immer nur an seinen Gott, an dem er glaubt. Er sucht keinen Trost bei anderen, auch wenn er nicht getröstet wird. Er sucht keinen Frieden oder Freude bei anderen Göttern, auch wenn er von seinem Gott jetzt momentan nicht erfreut wird oder angehört wird. Er dreht sich nicht von seinem Gott weg, ja, und er sucht seine Gunst bei dem Herrn, egal in welche schwierige Situation, wo man sich alleine und verlassen fühlt. Ich bin sicher, dass ihr mit solchem Schmerz, mit solchem Verzagen, ja, mit solcher Untröstlichkeit zu tun habt. Aber Vertrauen. Vertrauen, dass, ja, er wird sein Vorhaben zu Ende führen. Und wenn er uns versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage, dann wissen wir, Gott hat was vor, was wir nicht verstehen. Und auch der Zeitpunkt der Entrückung wird kommen. Und auch hier sehen wir und wissen wir ganz deutlich, dass Israel wieder sein Volk wird. Und wir wissen, dass die 70. Jahrwoche anfangen wird. Und wir sehen, dass es bald geschieht. Dieses Verfall, was wir heute erleben, hat uns Gott nicht verschwiegen. Aber auch die Kämpfe, die wir haben, hat er uns nicht verschwiegen. Und deswegen schäme dich nicht, auch mal zu erkennen, Herr, ich stehe vor dein Angesicht. Ich verzage, ich weiß nicht mehr weiter. Weil wie lange willst du noch schweigen? Schäme dich nicht vor deinem ewigen Vater, der dein Vater, mein Vater, unser Vater ist. Denn er liebt uns. Und er wird das Richtige tun in den richtigen Moment. Und wir werden dann nicht überrascht sein, sondern wir werden ihn loben und preisen. Aber die Völker werden staunen und sie werden in Angst eingehen. Jetzt toben die Völker. Jetzt toben die Völker. Aber wenn sie Gott persönlich dann begegnet, dann werden sie dann in Angst eingehen. Aber wir, wenn wir den Herrn begegnen werden persönlich, dann werden wir in diese ewige Freude, wir werden dann staunen über seine Größe. Und deswegen, meine Lieben, lasst mich hier ein klein bisschen Mut zusprechen und lasst eure Häupte nicht neigen, egal was um euch herum geht. Denn Gott, der Vater, hat uns in Jesus Christus
keinen einzigen Moment vergessen. Ich hoffe, meine Lieder werden euch gefallen. Da, glaube ich, ist ein Lied noch, mit was ich mit Brüder Hughes zusammengesungen habe. Ich freue mich für die wenigen. Und ich bin dankbar für die, die an mich denken. Wir brauchen Gebet, wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen uns jetzt in dieser Zeit mehr als je zuvor. Der Herr sei gepriesen und gelobt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind im Kampf, doch du kämpfst für uns. Die Dunkelheit muss fliehen vor uns. Ist unser Weg auch manchmal steinig und schwer, dann ist er da und teilt das Meer. Wir stehen im Sturm und doch wird es still. Vor jeder Pest machst du uns steril. Wenn Winde wehen, befiehlst du, dass sie nur sanft zu uns sind, weil wir dir trauen, ja auf dich bauen. Doch Gott hat Gnade gebracht und sein Sohn, der wurde Mensch, in Jesus Christus gelitten für unsere Schuld, wurde zum Opfer mit Folter und Gewalt, war das Lamm. Sein Haupt durchbohrt mit einem Kranz voller Dornen, so hart wie Stahl, sein Körper gepeinigt am Kreuz dort auf Golgatha. Dort hat er für uns sein Leben gegeben, ja voller Qual. Wir danken dir, o Herr, unser Gott. In Jesus, Mensch, warst du unser Gott. Hast uns befreit, aus Gnade hast du uns erwählt. Die Liebe uns ein Herz gelegt. Es geht bald heim. Es geht bald nach Hause, zusammen gehen wir dann Hand in Hand. Wir waren nur Gast, um euch Christus zu verkünden. Sein Wort ist wahr, von Anfang da. Doch Gott hat Gnade gebracht durch sein Sohn, der wurde Mensch, in Jesus Christus gelitten für unsere Schuld, wurde zum Opfer mit Folter und Gewalt, war das Lamm. Sein Haupt durchbohrt mit einem Kranz voller Dornen, so hart wie Stahl, sein Körper gepeinigt am Kreuz dort auf Golgatha, dort hat er für uns sein Leben gegeben. Doch Gott hat Gnade gebracht durch sein Sohn, der wurde Mensch, in Jesus Christus gelitten für unsere Schuld, wurde zum Opfer mit Folter und Gewalt, war das Lamm. Sein Haupt durchbohrt mit dem Kranz voller Dornen, so hart wie Stahl, sein Körper gepeinigt am Kreuz dort auf Golgatha, dort hat er für uns sein Leben gegeben, ja voller Qual.
freust sich mit versöhnt und vertritt uns in sein Gebiet. Wer Massaker unter Messen, wie viel Seelen wenn wir nicht zu ihm uns senden und ihn suchen, sehen im Gebiet. Wenn das Feindes macht uns ruhig, der Sturm regt es uns nicht, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Stehen wir gläubig geliebt, da erweist sich Jesus freuen, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Retter, der eine satisfied, just a cottage below, a little silver and a little gold, but in the city where the warm sun will shine, I won't go. That silver line, I got a mansion just over the hilltop in that bright land where love grows. Someday yonder we'll let the poor wander, but who knows these that our purest gold.